Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Unser soll es heute um den fünften Teil der Diamonds for Love Reihe gehen von Leila Hagen. Und dieser heißt Verbotene Wünsche. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Allererstes wie immer einmal vorweg, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich dieses Buch auch wieder bekommen habe. Und als dieses Buch hier ankam, ich habe es mir sofort geschnappt und ich habe es sofort gelesen. Ihr wisst, ich liebe die Diamonds for Love-Reihe einfach total. Ich liebe die Charaktere, ich liebe diese Familie, ich finde das Setting einfach so toll und ja, ich konnte es auf jeden Fall nicht erwarten, den fünften Teil zu lesen und wieder in diese Welt einzutauchen. Und im fünften Teil geht es um Christopher Bennett. Christopher ist der Zwillingsbruder von Max. Um Max ging es im vierten Teil und Christopher bekommt jetzt hier seine eigene Geschichte. Zu Beginn der Geschichte sehen wir, dass Christopher gerade nach ganz, ganz langer Zeit aus Asien zurückgekommen ist. Er hat dort die Auslandsgeschäfte verwaltet und ist jetzt aber nun wieder nach Hause zurückgekehrt, da er seine Familie sehr vermisst hat und möchte dort jetzt auch ankommen und halt sich auch wieder zu Hause fühlen. Und deswegen hat er sich eine Wohnung gekauft. Und damit diese Wohnung auch wirklich toll wird und sich in ein richtiges Zuhause verwandelt, hat er eine Innenarchitektin engagiert. Und diese Innenarchitektin wurde ihm von seinen zwei Schwestern empfohlen und heißt Victoria. Und als Christopher und Victoria das erste Mal aufeinandertreffen, merkt Christopher sofort, dass Victoria eine ganz, ganz, ganz besondere Frau ist. Und das nicht nur, weil er sie äußerst attraktiv finde, sondern auch, weil sich Victoria um ihre drei kleinen Geschwister kümmert, seit dem Unfall ihrer Eltern. Also die Eltern von Victoria hatten einen Bootsunfall vor einem Jahr und seitdem kümmert sie sich um ihre Geschwister und kämpft halt auch dafür, dass das Jugendamt sie als Vormund akzeptiert, weil das ist auch alles noch nicht so hundertprozentig in trockenen Tüchern. Und auch Victoria merkt, dass sie sich zu Christopher sehr stark hingezogen fühlt, was aber absolut nicht geht, denn er ist ihr Kunde und sie hat einen großen Vorsatz. Sie fängt nichts mit einem Kunden an. Und was dann mit den beiden alles passiert und wie sich das Ganze zwischen den beiden entwickelt, das ist es, worum es im fünften Teil der Diamonds for Love-Reihe geht. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir das Buch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Was die Handlung betrifft, fand ich diese super. Die Geschichte hat sich super aufgebaut. Es war Spannung in der Geschichte auf jeden Fall drin und ich fand halt auch hier wieder das ganz, ganz toll, dass dieses Drama, was am Ende bei Liebesgeschichten ja immer nochmal kommen muss, fand ich hier wieder richtig gut, weil es nicht überdramatisiert ist. Das war eine ganz natürliche Situation wieder, die hier die Autorin aufgezeigt hat und ich konnte das super nachvollziehen, ich konnte das super verstehen, ich konnte die Charaktere verstehen. Ein Flugzeug. Moment. Ich konnte das alles super nachvollziehen, also das war für mich auch sinnig und schlüssig und wie gesagt, also was die Handlung und den Verlauf der Geschichte betraf, hat es mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Vor allem war eine ganz, ganz tolle Geschichte, eine sehr, sehr liebevoll erzählte Geschichte und ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Einziger Nachteil, es war so schnell zu Ende. Also ich habe es gelesen und auf einmal war es vorbei und ich dachte mir nur so, nein. Aber nächsten Monat kommt ja schon der sechste Teil raus und auf den freue ich mich auch schon sehr. Was die Charaktere betrifft, kann ich sagen, dass Christopher ein ganz, ganz toller Charakter wieder gewesen ist, wie alle Bennett-Männer bisher. Und Christopher ist so ein bisschen so der Witzbold in der Familie. Er hat früher als Kind sehr, sehr viele Streiche gespielt und er ist halt so ein Mensch, der alles recht locker nimmt und halt versucht auch immer positiv zu denken und nicht immer alles so ernst zu nehmen. Und das hat ihn für mich auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch gemacht. Und ich fand es halt auch ganz, ganz toll, wie er mit den Geschwistern von Victoria umgegangen ist. Ich fand es halt auch toll zu sehen, wie man halt auch gemerkt hat, dass diese Kinder ihm ans Herz wachsen und wie er für sie einsteht und sich für sie verantwortlich mitfühlt. Und das war halt einfach so schön zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und Christopher war halt auch eine sehr, sehr liebevolle Seite, die man hier auch recht schnell kennenlernt. Und das war einfach so... Das war einfach so toll. Also Christopher ist ein ganz, ganz toller Charakter. Was Victoria betrifft, kann ich nur sagen, steht die Christopher im Ganzen nichts nach. Victoria ist ein Mensch, die tut alles für ihre Geschwister. Sie guckt, dass es ihnen an nichts fehlt, dass sie alles machen können, was sie möchten, dass sie alles bekommen, was sie brauchen und haben wollen. Also sie tut wirklich alles für ihre Geschwister. Sie tut ihre ganze Freizeit für ihre Geschwister opfern, fährt sie zu ihren ganzen... außerschulischen Aktivitäten, sag ich mal, zum Fußball und keine Ahnung was und hat halt auch immer für ihre Geschwister ein Ohr und liest ihrer kleinen Schwester jeden Abend noch eine Geschichte vor, wie es ihre Mutter aber gemacht hat. Also sie geht absolut liebevoll mit den Kindern um und tut halt wirklich alles, damit diese Kinder glücklich sind nach diesem harten Schicksalsschlag und stellt sich halt selber immer hinten an. Und das hat sie für mich auf jeden Fall ultra sympathisch gemacht und es war einfach toll zu sehen, wie Victoria und Christopher sich in dieser Geschichte angenähert haben und wie er ihr ein Stück auch von dieser Last und diesen Ängsten und diesen Zweifeln genommen hat und sie halt immer bestärkt hat. Und
Also die beiden zusammen hat einfach mega gut gepasst. Auch von der ganzen Art und Weise her, von den Charakteren her, von den Charakterzügen her. Das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer, sag ich mal. Und das war einfach so toll, das Ganze zu lesen, weil das einfach zwei so sympathische Charaktere waren, wo man eigentlich vom Anfang an weiß, die passen perfekt zusammen. Und ja, das hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, haben wir hier natürlich wieder Pippa mit dabei und Alice kommt wieder mit drin vor und Sebastian und Logan und die ganzen anderen Bennets. Die Geschwister von Victoria haben mir sehr gut gefallen. Die Kleine, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, hieß sie Grace? Ich glaube, sie hieß Grace. Die war so niedlich und auch Sienna, die älteste Schwester mit 17 Jahren, war einfach ein so sympathischer Charakter und so passend für diese Geschichte einfach. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat gepasst, echt von vorne bis hinten bei mir, war wieder super. Kommen wir als nächstes nochmal zum Setting. Ich glaube, da brauche ich nichts weiter sagen. Diese Geschichten spielen immer noch in San Francisco und ich finde San Francisco als Setting immer noch wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und Leila Hagen hat auch hier wieder sich tolle Orte ausgesucht, um die Geschichte spielen zu lassen. Sie hat wieder eine ganz, ganz andere Ecke nochmal gezeigt von der Stadt. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich absolut nicht beschweren. Bin ich immer noch ein riesengroßer Fan von und ja, hat mir wieder sehr gut gefallen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe schon in 4 weiteren Büchern darüber geschwärmt. Was den Schreibstil betrifft, kann ich mich auch meinen letzten 4 Videos zu dieser Reihe nur anschließen. Der Schreibstil ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Er ist romantisch, er ist witzig, er ist sehr, sehr liebevoll, er ist sehr, sehr gefühlvoll und man kann super in die Geschichten eintauchen und es ist einfach ein wahnsinnig toller Schreibstil und passend perfekt für diese Geschichte. Also Leila Hagen hat es ja einfach geschafft, eine Familie zu finden, die mit den richtigen Charakteren zu bestücken und halt die Geschichte auch auf die richtige Art und Weise zu erzählen. Und das macht diese Reihe für mich so rundum perfekt, möchte ich schon sagen. Also ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Und ja, mehr kann ich jetzt dazu eigentlich auch nicht. Meine Vorstellung zu Diamonds for Love, Teil 5 von Botene Wünsche. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten freue ich mich jetzt auf Teil 6, wenn der nächsten Monat rauskommt. Das ist dann die Geschichte von Alice. Und auf die Geschichte von Alice freue ich mich schon so unglaublich. Das glaubt ihr gar nicht. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.